An Bord eine weitere Wirtschaftssprecherin, diesmal von den Grünen, Ruperta Lichtenecker. In ihrer Rede betont, wie wichtig es ist, einen wettbewerbsfähigen Standort zu haben und eine Konjunkturerholung zu forcieren. Das soll die Steuerreform forcieren und das soll das Standortpaket forcieren. Aber eines muss schon klar sein, sowohl eine gerechte und faire Einkommensverteilung und Aufkommensverteilung bei den Steuern, als auch eine moderne und innovative ökologische Steuerreform, wie es meine Kollegin Christiane Brunner heute vorgestellt hat, das sind ganz essentielle Eckpfeiler einer guten Entwicklung in einer Wirtschaft und für die Wettbewerbsfähigkeit. Und genau das, Herr Kanzler, vermissen wir bei diesen Vorlagen. Ja? Gerechtigkeit und Fairness brauchen auch Unternehmen und gute Rahmenbedingungen. Und da komme ich zu einem Punkt, der jetzt bei Ihrem Standortpaket präsentiert worden ist, dem Crowdfunding. Na, selbstverständlich brauchen kleine und mittelständische Unternehmen, Energiewendeprojekte, Unterstützung, gute Rahmenbedingungen, damit sie auch entsprechend investieren können. Das ist etwas, das wir jetzt seit Jahren in dieser Form forciert haben. Und ich halte es fast für ein kleines Wunder, dass hier endlich auch Bewegung reinkommt. Aber es geht um die Details. Es wird um die Details gehen, wie denn eine Prospektpflicht tatsächlich aussehen soll, die sich hier leiten. Was heißt das im Konkreten? Welche Kosten kommen da auf die kleinen und mittelständischen Unternehmungen zu, damit sie das überhaupt in Anspruch nehmen können? Und es wird auch darauf ankommen, wie viel pro Anleger in ein Unternehmen investiert werden kann. Und wenn dann die Rede davon ist, dass es 5.000 Euro sein werden, dann glauben wir, dass es zu gering ist. Und wenn dann eine Regelung dabei ist, die da heißt, na, wenn man ein Nettoeinkommen von mehr als 2.500 Euro hat, dann kann man das Doppelte davon investieren, ja, dann stellt sich natürlich die Frage an die Herren auf der Regierungsbank, wie soll das konkret ausschauen? Soll da wieder die Bürokratie überhand nehmen? Ist es da jetzt die große Kontrolle des Einkommens? Und die Frage, warum ist das dann nicht auch gleichzeitig in einem Casino so? Also hier wirklich die konkrete Anforderung, diese Regelungen möglichst unbürokratisch und offen zu machen, damit tatsächlich dieses Instrument Crowdfunding für klein- und mittelständische Unternehmungen und Energiewendeprojekte so in dieser Form auch zum Tragen kommt. Ja, und wie viel, bei vielen vielleicht von Ihnen kommen auch bei mir die Anrufe von verschiedenen Unternehmen, was Regelungen betrifft. Ja, natürlich, die Registrierkassenpflicht macht Sinn. Die Frage ist auch hier wieder, wie wird das ausgestaltet werden? Wie schauen die konkreten Regelungen aus? Und da glaube ich auch, ist es notwendig, auf einzelne Stimmen auch zu hören, die hier auch Vorschläge haben, wie man das in Konkreten umsetzen kann. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Eine kleine Konditorei am Land, ja, die auch Lehrlinge hat, Mitarbeiter, aber dennoch immer schauen muss, wie kann sie hier den Betrieb gut weiterführen. Ein Eisfenster und ein gutes Geschäft an sonnigen Tagen, wo sich dann bei denen die Frage stellt, wie sollen wir hier tatsächlich die Registrierkasse einsetzen? Ist das eine praktische Lösung oder muss man einen zweiten Mitarbeiter dazustellen, der das erledigen kann? Und dann wird schon wieder zum Problem. Also solche Dinge durchaus auch mitzudenken, was die praktische Umsetzung betrifft. Und der dritte Bereich ist der große Bereich der Forschungsprämie. Der Forschungsprämie, die Sie jetzt andenken, von 10% auf 12% zu erhöhen. Wir sind alle d'accord. Forschung ist wichtig. Wir müssen einen Schwerpunkt auf Forschung legen. Das kann ich nur doppelt unterstreichen und drei Rufzeichen dazu setzen. Die Frage ist, wie wir das machen. Wie wir das machen. Die Forschungsprämie wurde im Jahr 2011 von 8% auf 10% erhöht, soll jetzt von 10% auf 12% erhöht werden. Ja, ich sage einmal, wenn die Ressourcen im Übermaß vorhanden sind und die Universitäten gut ausgestattet sind und die Grundlagenforschung, ja, dann kann man das in dieser Form andenken. Wir haben keine Evaluierung der steuerlichen Forschungsförderung und dennoch soll jetzt ein
doch ein sehr gewaltiger Aufwand hier in diese Ebene reinfließen. Ich sage Ihnen, es braucht eine konsequente Evaluierung und dann eine Entscheidung, wie wir die Forschungsmittel fokussieren und konzentrieren und in jedem Fall hier auch den entsprechenden Schritt setzen. So, einen Appell an die Regierung und an Sie von den Regierungsparteien. Es gibt viele Fragezeichen, viele Verbesserungspotenziale und der Appell richtet sich an Ihre Offenheit, tatsächlich in Verhandlungen zu gehen in den nächsten Monaten, damit hier tatsächlich noch etwas Besseres, Gescheiteres und Zukunftsorientierteres zustande kommt. Argumentiert Roberta Lichtenegger, die Wirtschaftssprecherin der Grünen.